Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Raxelons Novizenschule. Diesmal mit dem Thema das Festival der Liebe. Ja, wir sind hier nicht bei Pornhub oder YouPorn. Nein, wir befinden uns hier tatsächlich noch in dem Spiel Clash of Beasts. So, worum geht's? Es ist der Tag der Liebe, kurz vorher, also 14. Februar oder so. Ach, wie heißt das Ding? Valentinstag, genau, da ist der Valentin mal wieder dran. Und man kann sich hier extra Sachen holen und am Ende, wenn man viel, viel Glück hat und sehr, sehr viel aktiv ist und vielleicht sogar noch ein bisschen Geld oder ein bisschen mehr reinsteckt, kann man sich dann ein extra Biest holen. So, wie finde ich diese Aufgaben, die ich dafür habe? Nun, die findet man hier bei Aufträge, dann Festival und zack, zeigt es euch an, schließe 4 Aufträge ab. Okay. Tatsächlich kann man sehr, 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 sehr viele Aufträge abschließen. In dem Fall geht es, glaube ich, um hier diese hier. Zerstöre Halava geweihte Türme und Essenz 100. Ach du Heiligsblechle. Ja, der will ein bisschen was wissen, ne? Das Problem ist aber, dass ich diese Essenz gar nicht holen kann, weil ich ja gar nicht so viel Zeug habe. Mist. 130. Ich muss im Beitritt in Clanstufe warten, bevor ich... Wir müssen nach dem zu einem Clan. Eine Stunde war ich bin doch. Was? Was? Bitte was? Ach so. Da ist jemand Neues quasi. Ach, jetzt bin ich aber. Alter! Jetzt hat es mich aber geschockt. So, erstmal ein bisschen was freimachen. So, und dann kommt noch einer. Also wir werden das wahrscheinlich... Achso, ja, ne, ist ja hier. So, da, nein, die Essenz soll doch... Nein! Okay, passiert. Ach Mann, dann müssen wir hier noch was. Okay, wir driften schon wieder ab. Worum geht's? Wir haben ein bisschen, was haben wir ja schon zusammengekratzt an Punkten. Dann gehen wir einfach mal auf das Dings drauf. So, hier kann man schauen, was denn so, wenn man da auf die Fiolen geht, kann man schauen, was denn so die Möglichkeit ist, was man bekommen kann. Wie ihr seht, man kann sehr viel bekommen. Ich habe nur noch nicht ganz raus, wie das was wofür ist. Oh, 0%. Also es gibt keine Möglichkeit, hier irgendwas Legendäres zu bekommen. Kurios. Dabei ist es das Teure. Ja, wieder mal weg. So, was ist das hier? Auch 0% legendär. Also es gibt gar nichts Legendäres. Sauerei! Na, 0% legendär. Das heißt, ihr habt keine Möglichkeit, hier irgendwas Legendäres zu bekommen. Okay, nun, wir zünden jetzt einfach mal ein paar Kerzchen an, indem wir uns diese unter den Fiolen auf den Button gehen. So, da drauf. So, komm. Zack. So. Ein Haufen Bestien-LP. Okay. Einer geht noch. Da geht noch einer. So, da, komm. Da, komm, beweg dich. Oh, 8 Stunden. Ja. Also gerade ein Bau-Event natürlich sehr wichtig, aber es gibt halt insgesamt auch so ziemlich viel. Wenn ihr ein bisschen aktiv seid, dann werdet ihr in Bau-Events eh keine Probleme haben. So, Revo. Hier müsste doch aber trotzdem irgendwo dieses komische Info. Ja. Jede Meilensteinbelohnung führt euch dichter an das Freischalten und die Verbesserung der exklusiv legendären Festival-Bestie Theodormis. Sammelt Liebe. Oh Gott, das hört sich an wie im Swingerclub. Da haben wir auch, da wurde auch Liebe gesammelt. Während des Festivals könnt ihr Rosenerz sammeln, indem ihr Aufgaben der Festivalaufgabenreihe erfüllt. Oder indem ihr Wahrzeichen der in Schlachten zerstört. Aha. Okay. Umarmt die Belohnungen. Verwendet Rosenerz, um Truhen auf dem Festival zu öffnen. Jede Truhe gewährt euch eine besondere Belohnung. Fortschritt und Fortschritte für die Meilensteinbelohnung. Ach so, okay. Also hier dieses nette Biest können wir da bekommen. Ob man das bekommt, weiß ich noch nicht. Es wird auch nicht so einfach sein. Sonst hätte es ja jeder.
So, aber eigentlich müsste es. Guck mal hier. Da ist es. Meilensteinbelohnung, da steht's. Okay. In diesem Sinne lassen wir das heute bei einem Shorty. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Festival der Liebe. Lasst es einfach krachen, Leute. Und ganz ehrlich, wenn ihr in einem Swingerclub seid, macht einfach einen Strich auf die Stirn. Bis dann, tschüss.